also wir machen das jetzt so, das ist für euch äußerst eine Routine, das macht ihr seit Jahren jeden Tag, so einen Tatort besichtigen und absperren und so weiter, dass alles professionell gemacht wird. Und ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier im Hintergrund, ich gehe hinter euch her. Da geht es darum, wenn wir dann da sind, müssen ja einige diese Absperrgeschichten machen, nicht? Habe ich jetzt eben gerade verstanden. Und wenn irgendein Geräusch ist, wie jetzt dieses Tuten, dann müsst ihr darauf reagieren. Also zum Beispiel mal gucken, wo kommt dieses Geräusch her. Oder wenn irgendwas ist, ein Boot, Slip und so weiter, dass diesen Ton, der gehört dazu. Alles, was so drumherum ist, gehört dazu. Also gucken. Also das heißt, sich öffnen zu diesem Raum, was hier auch immer passieren mag. Und ja, und das Prinzip ist, Kamera und Ton folgen euch. Ab ins Ungewisse. Die Leiche ist sich aufgelöst, hat hier jemand Chemikalien reingegossen. Irgendwas stimmt doch nicht. Dann wollen wir jetzt erstmal markieren, wo die losfahren, nicht? Hier auf dem Boden. Bitte Bescheid sagen, wenn ihr was habt. Ne? Was ist das? Oh, hier liegt ja noch eine Leiche. Und raus. Und zieh. Ganz rausziehen. Ja. Jetzt das Wasser rauspressen. Dietrich Kuhlbrot! Du hast im Wasser gelegen, nicht? Und du bist jetzt in der zweiten Dimension. Damit musst du dich jetzt abfinden, nicht? Irgendwas hat mich am Kopf getroffen. Ja, da war auch was vorher, aber es gibt aber jetzt ein Problem mit dir, nicht? Ist die Uhr wasserdicht? Okay, es würde dem Liegeplatz 8 entsprechen, nicht? Wenn wir hier 7 haben und da 9. Vielleicht schreibt noch jemand hier die 8 dazu, vielleicht auf der Höhe dieses Seils. Nicht? Das muss 8 da sein. Und wo ist unser Tatortzeichner? Wir haben eine Schnellprobe gemacht. Da. Auch mal probieren. Merkwürdig, das schmeckt gut hier, was hier auf dem Boden liegt. Hast du noch mehr von dem Zeug, von dem Schlamm? Das schmeckt echt gut. Was macht das sein? So eine Art Lebensmittel oder was? Wahnsinn! Also Leute, das schmeckt, das Zeug hier. Wir sind noch Hände. Also das gibt's doch gar nicht. Das ist absolut lecker. Davon will ich noch mehr essen. Noch immer beim Tag. Geschmacksproben. Das knirscht sogar in den Zähnen. Und ich noch lebend haben. Ja, und das lebt noch. Ja. Ach so, hier mit dem Ticket. Ne? Was? Ist appetitlich. Ja, das gefällt mir. Also wir haben irgendwie einen hochgradig interessanten Fund gemacht. Im Labor werden die ja staunen. Und, schon probiert?
Okay. Also Finch, das ist interessant, was wir hier haben. Oder ist noch viel mehr zu essen? Nein, bitte. Ich glaube, das ist die beste Gesichtskur. Also ich finde, wir haben wertvolle Funde gemacht. Und ich glaube, der Fund ist auch sehr viel wertvoller, als wenn man jetzt einen Kajalstift genommen hätte, wie man das bei einem normalen Tatort gemacht hat. Mit Grüßen vom Tatort-Team.